als Schriftsteller und jeder Künstler ist erstmal ein Egozentriker. Und umso mehr muss er darauf achten, meiner Meinung nach, und da habe ich mich bemüht, sich nicht als solitär zu begreifen. Literatur ist ein Pluralbegriff. Und ich bleibe jetzt einmal in dem Bereich der Schriftsteller. Da ist es in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, wo immer wieder auch Schriftsteller verfolgt werden, selbstverständlich, dass man, um ein schönes, altmodisches Wort zu benutzen, solidarisch handelt. Und das andere ist, im Beruf des Schreibens darauf zu achten, dass der Schriftsteller nicht unbedingt auf Seiten der Sieger zu stehen hat. Ich habe mich immer bemüht, den Blick der Leute mit einzufangen. Zum Beispiel in meinem Jahrhundert, den Geschichten, denen Geschichte widerfahren ist, die sie als Opfer oder als Täter erlebt haben oder als beides sogar wechselt. Und das erweitert natürlich den Blick bis ins Politische hinein. Nicht? Das hat mich, ich bin kein geborener Sozialdemokrat, aber ein Gelernter. Aus der Einsicht, dass die Mehrheit der Menschen darauf angewiesen ist, auf Hilfe, auf ein soziales Verhalten, also ein ausgleichendes soziales Verhalten. Der Fluch unserer Zeit ist dieser Neoliberalismus, der das Individuum mitsamt seiner Raubtiermentalität freigesetzt hat. Das hat zu dieser Art von Raubtierkapitalismus geführt. Im Grunde ein Rückfall ins 19. Jahrhundert, die Manchester Zeit. Und dass man von mühsam erkämpften demokratischen Rechten nicht nur Gebrauch machen soll, sondern sie auch zu schützen hat. Nicht? Es gibt, Demokratie ist kein fester Besitz. Das ist etwas, was ständig verteidigt werden muss. Wir erleben zurzeit ohne jede Not den Zerfall unserer Demokratien und sagen dann, das ist der Terrorismus, der macht es notwendig, dass wir diese Gesetze verabschieden und die demokratischen Rechte einschränken. Das wird dann leider akzeptiert. Weil wieder einmal, und das ist in Deutschland immer eine Gefahr gewesen, die Sicherheit vor der Freiheit rangiert. Davor ist zu warnen.